Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards für den PC. Im letzten Part haben wir die Erinnerung von David betreten, von unserem Protagonisten. Und wir haben hier eine ziemlich bescheidene Mission, die wir jetzt machen dürfen. Und ja, wir müssen hier einmal 4 Kristalle zerstören und werden dabei von diesen 4 Skeletten aufgehalten, die jede Runde voll geheilt werden. Yay! Ganz toll. Ganz toll. So. Ich werde dann mal hier schauen, dass ich hier schnellstmöglich zu den Kristallen hinkomme. Ach ja, stimmt. Und diese Feuersäulen sind halt auch noch mit im Weg, ne? So, kann ich die hier mit dem Bogen erwischen? Anscheinend nicht. Ganz toll. Ja, wahrscheinlich nur Hiebschaden. Das heißt, wir dürfen hier auf jeden Fall aufs Beil wechseln. Toll. Auch wieder so eine schöne Sache. Ja, und da wurden sie alle einmal voll geheilt. Naja. So, rennen wir mal an den Viechern vorbei. So. Okay. Und der kommt zu mir, was aber kein Problem ist, wollte ich gerade sagen. Aber es wird gerade zu einem kleinen Problem. Na gut. Wir haben natürlich keine Heiltränke. Super. Mensch. Das ist ja toll. So macht das Spaß. Okay. 1. Ah, Mist. Verdammt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da noch im Weg stehen werde. Also im Angriffsradius. Gedöns. Scheiß. Und so, ne? Na gut. So. Nummer 3. Jetzt muss ihm hier nur noch eine Runde überleben. Also diese aktuelle Runde müssen wir noch überleben. 4 Stein 4. Na mal gucken. Oh, sehr schön. Wir haben es tatsächlich überlebt. Wow. Ich bin positiv überrascht. So. Was? Noch ein Gegner. Natürlich. Warum nicht? Warum denn auch nicht, ne? Blöd. Okay. Okay. Moment, wenn wir jetzt mal hier hingehen. So, dann können wir auf jeden Fall die beiden hier von uns abschneiden. Oh, Moment, hier ist ja doch ein... Ich hatte den Heilzauber hier voll übersehen, ne? Wow. Okay. Bitteschön. Einmal Heilung. Ich bin aber auch ein Trottel. Manchmal. Also meistens. Als ich manchmal sagte, meinte ich meistens. Okay. Das ist kein Problem. Denn so wie ich jetzt hier eingebaut bin, kommt Olli Ihmchen erstmal nicht an mich ran. Das ist schön. So, aber leider bin ich auch zu blöd, um Dingens zu treffen. Das Skelett, ne?
Von daher können die weiter angreifen. Yay. Oh oh. Okay. Wir haben hier gerade zwei Leute, die Heilung brauchen, was blöd ist. So ziemlich. Ach komm schon. Du darfst doch mal treffen. Meine Fresse. So, du trinkst mal einen Heiltrank. Heilt dich um den gleichen Wert. Von daher macht das keinen Unterschied. Wie sie jetzt auch alle mich angreifen, ne? Super. Okay. Alter. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Die parieren ständig? Was soll der Mist? So. Autsch. Wow. Das war ein böser Treffer. Natürlich. Okay, das mit München heilen kann ich jetzt auch vergessen. An sich, weil, ne? Das wird nicht mehr passieren. Ich krieg die nicht bei den Kegel. Shit. Ja gut. Dann können wir auch einfach so angreifen. Dann macht das eh keinen Unterschied. Moment mal. Der hat 10 Schaden bekommen. Und das ist so wenig. Fuck. Das könnte problematisch werden. So, mal schauen. Ja. War klar. Kriege ich hier jetzt vielleicht beide rein? Ja. Okay. Wenigstens etwas. So. Alter, bei minus 44, ne? Okay. Ich kann gerade nicht abschätzen, was für eine Bewegungsreichweite er hat. Aber 4 Schaden durch den Zauber ist schon echt wenig. Okay, pass mal auf. So, geh doch mal hier hin und hauen hier mal so eine Einfeldmauer hin. So. Kann er hier schon mal nicht durch zu mir. Ich hoffe. Verdammt, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er choked und bleibt dann einfach da stehen. Tut er aber nicht. Mist. Okay, dann hat mir das jetzt auch nichts gebracht, weil ich komme nicht an ihn ran. Wobei, es hat mir eine Runde gebracht, um mich zu heilen. Immerhin. So. Na denn. Schauen wir doch mal. Sagst du zu ein bisschen Eis? So. Auf jeden Fall haben wir den Debuff drauf. Auch wenn es ihm jetzt nicht wirklich Schaden zugefügt hat. Aber so ein Debuff ist ja auch immer schon eine schöne Sache. Erstmal. So. Ich gehe mal hier noch einen Schritt runter. Weil ich will nicht gleich von dem noch getroffen werden. Ich könnte hier auch einen Schatten erstellen. Die Frage ist, bringt mir das was? Keine Ahnung. Also lasse ich das gerade mal. Okay, er kann scheinbar nicht laufen und angreifen gleichzeitig. Wenn ich das gerade richtig mitbekomme. Was? Das hat mich auch noch getroffen? Ehrlich jetzt? Blöd. Na gut. So, mal gucken. Ach, das macht genauso wenig Schaden. Oh Gott, das kann dauern. Der Kampf kann sich jetzt ein bisschen hinziehen.
So, ich trinke mal noch einen Trank. Okay, ach, und der Debuff ist jetzt auch raus. Okay, dann bringt das nicht allzu viel. Machen wir mal hiermit weiter, komm. Zack. Macht immer ein bisschen mehr Schaden als ein physischer Angriff. Wobei es eigentlich auch egal ist. Ich meine, die Flammen hier machen schon mehr Schaden als ich, ne? Das heißt, ich muss an sich mit den Flammen arbeiten. Aua. Okay, nochmal heilen. Hier. Sauf mal. Das ist so dumm gerade. Das ist so dumm. Naja. Okay, gleich sollte er umfallen. Also, was heißt gleich? Bald. Hey, 4 Schaden, Mensch. Das war aber schon hier, ne? Schon ein halber Crit. Okay, dann heilen wir uns noch mal kurz. Und dann können wir jetzt wieder raufschlagen. Zack. Und nächste Runde sollte er erledigt sein. Sag ich ja. Wenn die Echsenmenschen das unter Wiedergeburt verstehen, dann möchte ich nicht wiedergeboren werden. Die Mumie war nur ein Gefäß. Ein Gefäß? Was ist das? Was flüstert es? Den Namen. Ah, wenn du wüsstest, wovon du gerade Zeuge wirst. Wenn du wüsstest, was jetzt alles möglich ist. Ich erinnere mich an den Namen. Dann haben wir, was wir brauchen. Öffne die Augen. Wachen wir auf? Oder wollen wir uns die Erinnerung noch weiter ansehen? Ich geh mal weiter in der Erinnerung. Nein, ich will wissen, was passiert ist. Es ist gefährlich. Mach weiter. Wie du willst. Okay. Wir haben, was wir wollten. Wo ist Lysandra? Er muss etwas geahnt haben. Er ist mir entwischt. So? Was machen wir mit ihm? Er kennt den Namen. Wir können ihn nicht leben lassen. Was? Du kümmerst dich um Aurelia. Ich? Nein. Willst du mir in die heilige Stadt folgen? Oder gemeinsam mit der alten Welt untergehen? Tu es. Und wenn du dir das Herz dafür ausreißen musst, anschließend findest du Lysander. Sobald beide tot sind, weiß ich, dass du für die ewige Stadt bereit bist. Du musst jetzt die Augen öffnen. Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt eine echt gute Frage. An sich will ich die Wahrheit herausfinden. Ja. Nein. Aurelia! Keine Angst. Ich werde dir nichts tun. Du wirst vergessen, was du gehört hast. Okay.
Okay. Was hast du mit mir gemacht? Du hast mich verflucht! Was hast du mit mir gemacht? Ich wollte das nicht. Du kanntest den Namen. Urias wollte, dass ich dich töte. Aber ich konnte das nicht. Also hast du den Namenlosen um Hilfe gerufen. Ein Wunder, das Namenlose vergessen. Und du hast vergessen. Wie hätte ich wissen sollen, was geschehen würde? Ich sollte dir den Hals umdrehen. Langsam. Beruhigt euch alle. Okay. Was hast du mit mir angestellt? Ich habe dafür gesorgt, dass du vergisst. Habe ich Elanor getötet? Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie lügt. Sie lügt einfach immer weiter. Wenn du auf unserer Seite bist, warum hast du gelogen? Wir mussten den Namen finden. Wärt ihr mir hierher gefolgt, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte? Ist ein Argument. Weil du ihre Argumente mit deinem Schwanz hörst. Jetzt werde ich rot. Sehr gut. Seht ihr nicht, was mit uns geschieht? Das Flüstern erfasst uns. Wir verfallen dem namenlosen Zweifel, wie alle anderen. Und hat dieses Flüstern dich auch gezwungen, uns anzulügen? Ich vertraue ihr trotzdem. Aurelia bleibt bei uns. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie das längst getan. Schön. Dann wäre das ja geklärt. Aber wie geht es weiter? Wir besuchen Urias. Warum berichten wir nicht der Fürstin von dieser Geschichte? Oder den Kirchen? Sie werden sich darum kümmern. Weil wir Vogelfreie sind. Und weil nur ich das Bannwort kenne. Ja, das ist ein Argument. Und wo finden wir Urias? Aurelia wird uns führen. Ich fürchte, das kann ich nicht. Urias hat mich niemals eingeweiht. Die Echsenstadt liegt irgendwo im Regengebirge. Aber das ist alles, was ich über sie weiß. Das ist doch ein Anfang. Ich führe euch. Du? Du weißt, wo das Tal liegt, Takate? Nein, aber unsere Geisterfrau. Okay. Das passt doch. Dann wollen wir doch immer nach Mengbilla, und zwar per Schnellreise. Weil ich muss nirgendwo anders hin gerade. Wobei, an sich doch, aber da können wir von Mengbilla aus hin. Okay. Sehr schön. So, wir haben ordentlich AP, was ich sehr schön finde. So, das erste, was wir machen, ist mal hier übernachten. So. Dann gehen wir einmal raus. Und schauen mal bei Ninive vorbei. Sanja. Hi. Ihr sagtet ihr. So, denn du kannst uns doch hier den Pfeilhagel beibringen. Ah, oh, sehr schön. Damit hätten wir die letzte Fähigkeit, die ich hier lernen wollte. Wobei, vielleicht noch Kampfgespür. Das ist auch eine ganz nette Sache. Kampfgespür und Ausweichen 3. Das sind 700, die ich da brauche. Das heißt, natürlich kann ich hier nichts von denen noch nutzen. Aber ich hatte hier mal geguckt. Es bringt eh nichts. Ja, was ich nicht ganz verstehe, wenn wir hier Gewandtheit noch hochskillen, ja, dann wird die Leiste voll. Das heißt, Geschwindigkeit sollte sich auf 10 erhöhen. Passiert aber nicht. Ich habe das Gefühl, 9 ist Maximalwert bei der Geschwindigkeit. Aber das wäre halt auch irgendwie dumm, aber naja. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Moment, hier, ja, hier ist genau das Gleiche. Ja, scheinbar ist es tatsächlich der Maximalwert oder so. Naja. Okay. Können wir hier ansonsten noch irgendwas Interessantes lernen? Halt einen Falkenauge Meisterschuss. Den hat ja Aurelia jetzt aktuell. Genau. Okay. Ja gut, das an sich relativ egal.
Der Rest ist eigentlich tatsächlich gerade Wumpe. So ziemlich. Ja, gut. Dann hätten wir das aber. Gehen wir. Dann hätten wir das. Dann gehen wir nochmal kurz beim Druiden vorbei. Um bei dem nochmal was zu lernen. Kraftkontrolle ist an sich auch eine schöne Sache. Aber gut, wenn ich hier nichts weiter lernen kann, dann gucken wir mal bei Immaculo vorbei. Mal gucken, was der mir beibringen kann. Ah, ihr seid es! Das klingt interessant. Dann zeig ich mal her hier. Okay, die meisterliche Regeneration kannst du mir leider nicht beibringen. Schade. Aber Distanzzauber 3. Auch eine schöne Sache. Eine Zauberroutine finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Komm, hier. So. Gleiches für Zauberern. So. Okay. Schade, ich hätte jetzt eigentlich auch gerne die meisterliche Regeneration gehabt. Aber naja, was nicht ist, ist nicht. Kann man nichts machen. So. Okay. Okay, an sich bin ich damit soweit schon mal ganz zufrieden. Dann maxen wir mal noch Clarum Purum, damit wir auch alle Gifte wirklich entfernen können. So, Moment. Da fällt mir ein, ich wollte auch bei Aurelia nochmal nachschauen, was die Zauber angeht. Aber Moment, hier beim Meisterschuss. Boah, doch. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Machen wir auch noch. So, okay. Dann hätten wir das. Und dann geht's nochmal zurück nach Mengbilla. Und zwar zum Gladiatorenviertel. Arenaviertel meine ich. Meine ich doch. Mann. Und hier. Heda! Werden wir mal nochmal mit Daria quatschen. Und gucken, was wir von ihr noch so lernen können. So, leider kein Ausweichen 3. Schade. Na gut. Schildkampf 2. Ich arbeite eigentlich nicht wirklich mit Schilden. Von daher ist es egal. So, Takate. Waffenmeister Nahkampf. Jo, machen wir. Niederwerfen. Können wir auch noch machen. Jo. Und Hammerschlag, nur möglich mit Hieb- und Zweihandwaffen. Hieb- und Zweihandwaffen. Sind Speere Hiebwaffen eigentlich? Nee, das sind Stichwaffen, ne? Tja. Ein bisschen doof. Aber naja. Rüstungsgewöhnung. Machen wir mal auch noch. Sicherheitshalber. Ich weiß gerade nicht, was für eine Rüstung Takate trägt. Vielleicht später. So, sehr schön. Dann hätten wir das aber. Und können uns dann im nächsten Part drauf konzentrieren, wieder irgendwelche Zeug zu machen. Wobei, Moment, ich habe ja hier noch für Naurim und mich so ein paar Punkte, die ich vergeben kann.
Zum Beispiel können wir hier Körperkraft noch ein bisschen hoch pushen. Dadurch kann ich mehr schleppen, das ist auch immer eine schöne Sache. Jo. Die anderen Talente sind mir jetzt eigentlich relativ egal. Wobei, Wildnisleben wäre noch eine coole Sache gewesen. Verdammt. Das habe ich voll verplant. Ja, und da komme ich auch nur noch auf 10. Ja, machen wir trotzdem. Jo. Okay. Bei Naurim. Beim Naurim. Mit Gewandtheit. Noch ein bisschen mit dazu. So, gemaxte Gewandtheit. Na, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. So, Klugheit ist mir egal. Ja. Okay. Dann passt das jetzt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.